Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Mauphysik Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Wir machen weiter mit Düngen auf Feld Nummer 12 mit Gärreste über Kursplay. Wir kurz überwachen, ob alles funktioniert. Das werden wir heute nicht alle schaffen, denke ich mal. Ich überlege, ob ich da mit einem normalen Düngersteuer mitarbeite. Also längerfristig gesehen muss man ja mit zwei arbeiten normalerweise. Aber das kommen sie so sehr in die Quere. So, wir haben vorbereitet die Ernte für Feld 2 und Feld Nummer 15. Wir gucken mal den Wetterbericht ein. Der meldet Sonntag 18 Uhr Regen. Heute ist heute. Also Samstag, wir haben aktuell Uhrzeit gegen 3. Das heißt, wir werden nachts um 3 ernten könnten, theoretisch. Werden wir auch beginnen. Und dann machen wir das in 6 Stunden in rund. Von 3 bis 3, 12 Stunden also erledigt haben. Weil der Rest der Nacht kommt dann Regen. Montag dann kommt Schauer auf. Ist ja wieder unsicher am Schluss, ne? Darum 12 Stunden, 2 Felder, 3 Felder. Die anderen sind noch nicht reif. Das heißt, Bodenbeschaffenheit. Also die werden noch nicht reif, das auf jeden Fall nicht, da werden wir zum Herbst. Aber gut, das ist nicht heute schlimm. Wir müssen die Sache überwachen, hat ein paar Mal Mist gebaut. Also mein Plan ist, sobald wir das hier fertig haben, was leider noch ein bisschen dauern wird, dass wir die Geschwindigkeit erhöhen, bis die Felder reif sind. Ohne schlafen. Die Kühe sehen auch ganz gut aus. Gut versorgt mit Stroh, Nahrung. Heu, Silage nehmen sie gar nicht. Gras ist auch extrem voll. Mistration ist auch voll. Also da müssen wir in den nächsten Wochen keine Sorgen machen. Ist der alte Stall, den ich vorhatte. Dadurch ist Futter extrem lange drin. Original war circa 10 Tage mal gewesen. Und das ist dann so, jetzt mal schauen, ob wir auch. Er fuhr nämlich zusammen einen Graben rein und ich weiß nicht warum. Vielleicht wohl der Bahn zu warm war, ne? Also 18 Grad war zu heiß, ne? Können hier ein bisschen mal einstellen. Ne, da nix. Gärreste. Deaktiviert. Wendekreis 20 Meter. Ist eigentlich okay. Auf dem Feld. Ja, da ist Heu, wie es aussieht. Wie geht? Ist hier ein Matsch? Gras. Sie wird gedüngt. Wachstum 30%. Nicht Heu gemessen. Zu weit weg. Immer noch Gas, macht nichts. Ja, die Wiese war ein Witz. Mit der Mission.
vorbereitet ist. Also sollte eigentlich zügig vonstatten gehen. Stroh können wir ja zum Schluss nehmen. Also erst fertig machen. Das ist alles erst noch eine Stufe 2 oder so. Also dauert noch mindestens späten Herbst. Fahren wir mit. Es klappt ja so ganz gut, nur weil er ab und zu mal ein Gram fährt, das ist ein bisschen komisch. Mich kann man nicht erklären, warum. Und hier muss man sich überlegen, ob man nicht irgendwie mal später Sommer die Wiese kaufen, wieder einsauen die Maschinen in einer kleinen Wiese. Haben wir noch Mischfutter im oder wir können ja Wasser kaufen, ja. Das heißt, schauen wir an, Raps haben wir zu wenig, da lohnt sich nicht zu fahren. Futter haben wir viel, Silage haben wir auch relativ viel, da können wir was verkaufen. Dann nehmen wir einen LKW. Dann kippen wir in beiden mit BGHs mal 1000 rein. Wenn er so viel fasst, da fasst er zu viel. Ein bisschen Geld verdienen, ne? Muss ja auch sein. Die anderen sind nicht so weit. Ja, normalerweise fahrt nicht die Wiese, aber gut. Holen wir ein bisschen BGH, holen wir ein bisschen Silage aus der Lager. Mischrotter, da reicht noch Ewigkeit. Das könnten wir auch verkaufen, ne? Wenn wir gleich Geld kriegen. Also die Lade kann man komplett verkaufen normalerweise. Da werden wir für das Geld dann entsprechend eine genau bauen. Dann können wir das Prinzip ins Lager fahren. Das Gras und dann wird es da entsprechend hergestellt. Oder wir machen mal ein Maisfeld nächstes Jahr. Das geht auch. Mischfutter. Also ich bin eher dafür, dass das Lager so gestaltet wird, dass gewisse Dinge da nicht reinkommen. Wie Stroh zum Beispiel oder Heu. Wir haben noch Gras da. Eine Silage. So, mal schauen wir mal am besten Preis. Futter, Hafen oder Reifeisen. Haben wir Reifeisen? Ist ja gleich um die Ecke. Ist nur ein kleiner Anhänger, 50.000, 70.000, dann reicht ja auch. Mensch, die Kühe haben noch 200.000 Mischfutter drin. Wie lange das reicht, das reicht das ganze Jahr noch. Können wir nächstes Jahr mischen. Scheiß Baum. Immer an derselben Stelle. Aber wenn sie da immer noch BGH reinfahren, das können wir auch tun. Da, ich bin hier.
Ja, Kleingeld. Tausend, nicht schlecht. Ja, so wenn man im wahren Leben auch haben, ne? 100.000 verdienen innerhalb von ein paar Minuten. Da steht Unkraut. Gute Kräuter. Anhänger ist größer. Egal. Den anderen überprüfen hier. Das ist mir gleich im Preis gefallen. Ja, da weiß ich auch nicht, ob man in den Kram gefahren ist. Keine Ahnung. Reifeisen. Ist der Preis sofort um 100 gefallen? Verkauft, um 100 gefallen. Ja, können wir nur noch Dings verkaufen. Die Lage an die BGH liefern. So paradox, wieso kriege ich von meiner BGH das Geld? Ist ja auch nicht real, ne? So. Die Lage. So, ab zur ersten BGH und dann zum zweiten. So, wir heute Nacht ein bisschen Geld kriegen. Kühe nehmen nichts mehr an, die haben voll. Ist ja auch Witz. Aufgabe abgeschlossen, sofort wieder gewachsen. Man das so abkippen kann, dass ein Riesenberg steht? Eigentlich ja. Also immer haut man Lenkung nicht hin hier. Das ist der Hänger von. Kann sein. Werde mal verkaufen. Mit den größeren kaufen. Oh, bin zu hoch, wa? Oh, Henker, Puddel verkaufen. Ja. Also ist Keim auch eine Wachstumsstufe, kann man sagen. Ja, im Prinzip kann man das so auffassen, ne? Keim. Ich fahre deswegen Hänger gleich hierher, weil so habe ich die Garantie,
dass man mir das nicht vertauscht. Nee, 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 du nicht. Das ist typisch. Hat beinahe geklappt. Den Hänger, hat der Hänger gleich drinne. So, paar Anhänger. Ist der die erste Version oder die zweite Version? Das ist ja nicht das andere, die haben wir schon. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Hat was, ne? Hakenlift. Da vorne ein Pack von Friesenjung, kann sein. Oben schon Hänger holen, ne? Den neu gekauften. Ob der sich vom besseren Fahrverhalten hat als der andere. Die erste Variante war noch der ältere Mod. War die weiß. Die erste Version. Und der fahren sich alle gut. So, noch ein bisschen die Lage holen für die andere BGA. Ja, da fahren wir so vorne, ist egal. Dann mal gucken, Gärreste klappt. Anscheinend klappt das. Schafft, aber nicht mehr heute.
Fahren wir zum zweiten BGH und dann nochmal die erste. Und verdienten Geld, wenn wir näher entsprechend nachher uns. Ein. Ja, genau. Zungenbrecher. Oh, das ist genau das gleiche Verhalten. Ja, sind ja 40 Tonnen, ne? Junge, Junge. Hänger lag das nicht. Muss ich mal den anderen LKW mal testen, den ich noch habe. Mein Vermögen aber nicht verdient dabei, aber gut. Immer etwas, ne? Geht's auch rein. Passt ja. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Hoffe, ihr habt die schöne Folge erlebt. Also immer Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.